Okay, ich zeige euch jetzt alles, was ihr wissen müsst, damit ihr gut riecht. Es gibt drei Bereiche, die am meisten stinken, wo der meiste Geruch herkommt. Und das ist erstens dein Körper, dein Mund und deine Haare. Also erstens, wie bekommst du es hin, dass dein Körper gut riecht? Natürlich, du musst täglich duschen. Wenn es sein muss, sogar mehrmals täglich. Wenn du jetzt mehr Sport machst. Aber ich weiß, dann kommen sehr viele und sagen, aber das ist doch ungesund für die Haut. Dusch nicht komplett mit kochend heißem Wasser, sondern mit lauwarmem, kaltem Wasser und creme dich danach mit Bodylotion ein. Dann sollte es keine Probleme geben. Aber ich habe ein ganz großes Problem mit dir, wenn du sagst, ich dusche mich nur alle 3 Tage. Aber du stinkst, Digga. Du stinkst. Dusch dich. Okay, was kann man in der Dusche machen, damit du besser riechst? Du holst dir als erstes ein richtiges Duschgel, kein 3-in-1, ein richtiges Duschgel, was du für deinen Körper ist, und einen Duschschwamm. Du kannst ja auch einen Waschlappen oder so einen Silikonschrubber holen. Ich benutze einen Duschschwamm, ich finde es irgendwie am besten. Aber du bekommst diese toten Hautzellen, die auf deiner Haut sind, nicht einfach mit deiner Hand weg. Du brauchst etwas, was dort schrubbt. Und die toten Hautzellen sind die Sachen auf deinem Körper, die stinken. Oder halt diese Bakterien, diese toten Hautzellen. In Verbindung mit Schweiß. Und bitte, wasch alles. Ich weiß, sehr viele von euch wollen nur hier die Achseln und ein bisschen die Eier waschen. Nein, du wäschst alles. Du wäschst deinen Bauch, du wäschst deinen Rücken, du wäschst deine Arme, du wäschst deine Beine, du wäschst deine Füße, deinen Nacken, alles. Alles, alles, alles. Außer das Gesicht vielleicht, weil das machst du danach in deiner Skincare-Routine. Okay, dann sehr wichtig, Deo. Weil deine Achseln produzieren sehr Schweiß und die stinken. Ich benutze am liebsten einen Deo-Stick, pass aber auf, dass da kein Alkohol drin ist. Und du benutzt diesen Deo-Stick auch für deine Eier. Okay, ich werde wahrscheinlich ein paar Produkte hier einblenden und den findest du in der Bio. Dann, wenn du aus dem Badezimmer rauskommst, sollst du eigentlich sehr, sehr clean sein. Was dann noch dieser ist ein gutes Parfüm. Es kommt darauf an, was du magst, was dir gefällt. Ich persönlich für den Sommer mag sehr Acqua di Parma. Warte. Ich habe gerade nur den Tester da, aber oh mein. Ich bin süchtig danach, wirklich. Also für den Sommer, Acqua di Parma, finde ich persönlich sehr gut. Natürlich musst du selbst ausprobieren. Ist ein bisschen teurer, aber Bro. Und als Alltagsduft würde ich dir sowas wie Yves Saint Laurent empfehlen. Das ist eigentlich, damit kannst du nicht wirklich was falsch machen. Es riecht gut, es passt eigentlich fast zu jeder Angelegenheit. Was auch noch wichtig ist, bevor du dein Parfüm aufträgst, mach auf die Stellen, wo du dein Parfüm aufträgst, Vaseline drauf. Dann hält das Parfüm ein bisschen länger. So, zweitens, Mundgeruch. Sehr viele merken nicht mal selber, dass sie Mundgeruch haben, aber du hast Mundgeruch. Okay, deswegen, putz deine Zähne 2-mal am Tag. Richtig, nicht irgendwie so für 30 Sekunden, dann wieder. Nee, richtig. Okay, elektrische Zahnbürste ist wahrscheinlich ein bisschen besser. Wenn du eine Handzahnbürste hast, ist auch nicht so schlimm. Aber nimm dir deine Zeit, um deine Zähne zu putzen. Dann auch sehr wichtig, Zahnseide. Zwischen deinen Zähnen bleiben manche Essensreste hängen. Und wenn diese Essensreste dort so lange hängen bleiben, stinkt es sehr krass, wenn du diese Essensreste nicht rausmachst. Deswegen Zahnseide oder so Zahnsticks. Was auch noch sehr wichtig ist, ist ein Zungenschaber. Auf deiner Zunge sind die meisten Bakterien drauf. Wenn du diese Bakterien nicht runtermachst, dann stinkt dein Mund so krass. Deswegen dieser Zungenschaber machst du nach dem Zähneputzen über deine Zunge und du siehst sogar, wie diese Bakterienschicht einfach von deiner Zunge weggeht. Und du wirst danach merken, wie krass neutral es irgendwie schmeckt in deiner Zunge. Danach kannst du sowas wie eine Mundspülung machen, aber alkoholfreies. Und gewöhn dir es an, mehr Kaugummi zu kauen. Und am besten minzige Kaugummis. Ich bin süchtig nach diesen Kaugummis, wirklich. Ich muss jedes Mal, nachdem ich gegessen habe, Kaugummis reinmachen, weil ich hasse diesen Geschmack irgendwie in meinem Mund. Ich muss immer einen frischen Geschmack in meinem Mund haben. Deswegen gewöhn dir es an, oft Kaugummis zu kaufen. Drittens, deine Haare. Wenn du deine Haare nicht pflegst, dann können die sehr krass stinken. Aber was du nicht machen willst, ist sie wirklich jeden Tag zu waschen. Weil wenn du sie jeden Tag mit Shampoo wäschst, dann trocknen sie sehr schnell aus. Dann nimmst du deinen Haaren die natürlichen Öle weg, die sie eigentlich selber produziert, und dann trocknen sie sehr leicht aus. Das heißt, es gibt 2 Sachen, die du machen kannst. Wenn du glatte, fettige Haare hast, dann reicht es, wenn du alle 2 bis 3 Tage deine Haare mit Shampoo wäschst und danach immer einen Conditioner drauf machen. Danach immer einen Conditioner drauf machen. Conditioner ist wichtig, weil deine Haare brauchen auch so Feuchtigkeit und sonst halt nur mit Wasser ein bisschen das so rauswaschen. Aber wenn du trockene Haare hast und so Haare wie ich hast, dann reicht es eigentlich, wenn du deine Haare mit Shampoo nur alle 2 Wochen wäschst und währenddessen halt sowas machst, heißt Co-Washing. Das heißt, du machst jedes Mal, wenn du duschen gehst, Conditioner rein. Weil wenn deine Haare natürlich trocken sind, austrocknen, dann brauchen sie sehr viel Feuchtigkeit. Deswegen den Conditioner, um deine Haare feucht zu halten. Und wenn du glatte Haare hast und irgendwie ein schlechtes Gefühl hast, wenn du deine Haare nur mit Wasser wäschst, dann kannst du auch sowas wie Co-Washing machen, weil dein Conditioner reinigt deine Haare auch ein bisschen und lässt sie gut riechen. Okay, das sind eigentlich die Basics zu nicht mehr stinken. Wenn du diese Sachen umsetzt, dann wirklich jeder von euch wird gut riechen. Also wenn dir das Video gefallen hat, dann like, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren und keine Ahnung, was ihren Digga.